Jo, guten Abend und herzlich willkommen zum Wunschspiel von Harley Quinn. Harley Quinn auch als erstes da. Vielen Dank für bereits 100 Bits. Stehst ja nicht umsonst immer noch da oben als Streamboss. Ja, wir spielen heute Super Mario World in einem langen Stream. Mal gucken, wie weit wir kommen oder ob wir das Spiel durchschaffen. Mal sehen. Ist schon eine Weile her, dass ich Mario World selber rausgepackt habe, aber ist ja nicht so, dass ich es noch nie gespielt hatte. Außerdem, guten Abend, Aki. Oh, vielen Dank, herzlich willkommen. Dann, Conny Tiamat ist schon da. Der Marcel, abonniert auf Stufe 1, bereits seit 6 Monaten. Vielen, vielen Dank, Marcel. Marit dir bequem. Der 350CD übertreibt schon mal wieder mit dem Alkohol. Schmeck mal ein bisschen zurück, auch wenn du 2 Tage frei hast. So. Nie übertreiben. Lass die Party lang genug laufen, dass du auch was von den 2 Tagen hast. Dann hat der Marcel bereits eine halbe Stunde extra gesponsert. Das ist lieb von dir, Marcel. Tatsächlich hatte ich sowieso kein festes Ende gesetzt. Vielleicht gebe ich dir die Punkte am Ende einfach zurück. Guck mal. Jo, Harley Quinn nochmal mit 100 Bits und Ginger Otaku einen wunderschönen guten Abend. Lange nicht gesehen. Ja, dann springen wir da einfach mal rein. Dann werde ich mir mal Mühe geben, für die nächsten paar Stunden meine beste Rawcore-Impression zu geben. Natürlich 2 Spieler. Das Spiel kann man noch nicht alleine spielen, also Super Mario World. Das hat man in Gruppen zu spielen. Willkommen im Dinosaurland! Da, ich war ja lange nicht mehr hier. Prinzessin Toadstool ist wieder weg. Sieht aus, als wäre Bowser wieder unterwegs. Ja, da ist ja noch nie passiert. Was ist mit Koala Flip Sunday? Was hat er denn ausgegraben? Ist das jetzt ein offizieller Hashtag, ja? Wir haben Koalas. Wer ist das? Irgendjemand steht an Yoshis Haus rum. Hey, bin ich zu Hause? Ich bin gegangen, um meine gefangenen Freunde zu retten. Yoshi. Thanks, Yoshi. Ja, dann darf Mario sich mal auf den Weg machen und grüner Mario bleibt einfach zu Hause. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Yoshi. Auf geht's. Lang nicht mehr hier gewesen. Ah, Bonzer Bill. Nicht am ersten Gegner gestorben. Ich bin jetzt schon stolz auf mich. Wie gesagt, ist eine Weile her, aber ist ja nicht so, dass ich dieses Spiel nicht schon zu Tode gespielt hätte in vergangenen Zeiten. Ich hatte irgendwann mal zigtausend ROM-Hacks rumfliegen. Ich habe auf meinem Kanal auch immer noch der LP von Toho Mario irgendwo. Auch wenn das schrecklich kommentiert ist. Ich bin bis heute noch überrascht, dass ich es irgendwie geschafft habe, dieses Spiel legit durchzuspielen. Sollte immer mal ein zweiter Teil von Toho Mario rauskommen. Den Thread habe ich mir letztens erstmal wieder angeguckt, aber die letzte Nachricht da drin ist von 2019. Also ich gehe davon aus, der Hack ist tot, tot, tot. Hinweise, mit Select kannst du die Steuerung verwenden. Ja, geil. Danke, Spiel. Traum. Oh. Warten. Keine gute Speedrun-Attack. Ey, mit anderen Knöpfen kannst du auch steuern. Cool. Gib mir das extra Leben, dankeschön. Thanks, Game. Ey, meine Fireflower. Marcel tanzt. Mit wem tanzt Marcel? Mit einem anderen Viewer. Ha, passend. Sehr undefiniert, aber sehr passend. Nein, versaut. Aber meine Fireflower. Na gut, ich sehe den Bonus sicherlich irgendwann später noch. Danke, roter Mario. Mario hat seinen Job getan. Willkommen zurück. Zeit für grüner Mario. Das Toho Mario LPD. Pixelmatch abonniert mit Twitch Prime. Jesus Christ, Pixelmatch. Seit 46 Monaten komplett fortlaufend. Vielen, vielen Dank, Pixelmatch. Und willkommen zurück, mach's dir bequem. Toho Mario ist schon lange her. Wann habe ich dann noch gleich LP in welchem Jahr? Das ist ja schon verjährt inzwischen. Hooray, danke, dass du mich gerettet hast. Ich bin das Pferd, Yoshi. Ja, hi, komm mit, Pferd. Ja, und Harley Quinn nochmal, danke für 100 Bits. Musst du dich wieder hochheilen? Ja, okay, bist wieder auf vollen HP. I see, I see. Mehr Münzen. Ja, mit dem Krempel. Blop. Münzen. Hinweis, mit anderen Knöpfen mehr Steuerung. Ach ne, Moment, das war die Midpoint-Erklärung. Oh ja, geil. Midpoints bringen dich dahin zurück, wo du vorher warst. Woo! Hey. Komm, Green Mario. Geh oben übers Level. Ich weiß, du kannst es. Weg, Monty. Ha! So, Green Mario ist über dem Level. Und die Kamera scrollt nicht. Ja, dieses Level ist darauf eingestellt, nur zu scrollen, wenn man entweder rennt oder Vines hochklettert. Also sieht man sich da oben nicht mehr, wenn man normal hochspringt mit dem Yoshi-Jump. Ein Traum! Ich bin mir ziemlich sicher, diesen Apfel nicht gegessen zu haben, aber whatever. Außerdem habe ich, glaube ich, den Zusatzabschnitt verpasst, aber whatever. So, größtes Secret überhaupt. Ah, 40 Punkte. Keine 50 Punkte.
Camo, ich konnte Mario World nie durchspielen, jetzt ist es raus. Ich meine, wenn du noch ein bisschen jünger bist, dann ist das Spiel halt auch tatsächlich ein bisschen schwerer. Wird einfacher, wenn man es schon tausendmal gesehen und gespielt hat, ne? Ich bin mir sicher, ich werde ja auch auf ein paar Level stoßen, wo ich mir nicht mehr so hundertprozentig sicher bin, was, wie und wo. Aber überhaupt, Camo, herzlich willkommen. Alles gut bei dir? Heute keine Arbeit? Hab dich die letzten Tage nicht mehr so viel gesehen, musst viel arbeiten? Blink. Ew, sieht gut aus. Wunderbar, wir haben schon 10 Leben. Ein ewiges Leben für Mario Mario. Und... Ah! Ich bin nicht gut in diesen Frame-Jumps. Vielleicht kriegen wir den Frame-Perfect-Jump vom Switch im nächsten Level. Die Macht des Switches transformiert Beep into Boop. Yay! Dankeschön. Wo ist der Tipp? Take less damage, don't get hit. Oh, den hatten wir, glaube ich, schon. Basic-Steuerung ist ja immer noch nicht komplett erklärt. Hinweise! Dragon Coins sind große Münzen und geben Leben. Voll geil. Wenn es jetzt einen Counter auf der Overworld gäbe, wie viele wir davon schon eingesammelt haben oder so, würde es mich vielleicht mehr stören, die einzusammeln. So nehme ich die halt mit, wie sie kommen. Hoip, hoip. Ey! Yoshi. Aber manchmal darfst du deine Zunge auch effektiver einsetzen, du. Einfach durch die Gegner durchgehen ist semi-effektiv. Der habe ich gezielt verfehlt. Geplant und durchgeführt. Das Level hier ohne den gelben Schalter zu machen ist auch ein bisschen gefährlicher, aber ja, gut. Ist halt immer noch Early Game. Oh, wir haben nicht genug Münzen für das Extra-Leben. Absolute Trauertag. Und Ziel. Stand nicht mal ein Chuck? Scheinbar nicht. Erinnere ich mich wohl falsch dran. Was mit Ziel noch mal? Ich habe damals beim Freund von meiner Mutter gesehen, die immer Tante genannt hat. Mario und Secret of Mana stand immer auf dem Programm. Guten alten SNES-Tage. Ja, und bei mir natürlich auch Lufia. Lufia ist schon immer ein wichtiger Teil von SNES gewesen. Und Kirby's Fun Pack. Kirby's Fun Pack habe ich immer zu Tode gespielt. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Spiel neu angefangen und durchgespielt habe als Kind. Ich habe da so dermaßen viele Stunden rein versunken. Das ist schon fast lächerlich. Komm, Mario, Mario. Folgt mal Green Mario. Auf in die nächste Welt. Wir brauchen schon Fireflowers. Wenn wir schon eine haben, vor allen Dingen. Ohne Mr. Yoshi hier zu sein, ist natürlich ein bisschen doof. Hab ich gezielt verfehlt. Hätte man besser... Oh, oh, Double Grab Glitch. Ups. Das war nicht intentional. Aus Versehen den Panzer und den Shadow gleichzeitig gegriffen. Mehr Leben. Mehr Leben. Ah, den wollte ich nicht mehr riskieren. Hinweis. Weiter oben. Mehr Punkte. Geil. Ich hätte mir niemals gedacht, was diese Leiste da macht, wenn die Zahlen dann nicht in Stern hoch blinken würden. Ich meine, kannst du den Zungen auch effektiver einsetzen? Ja, um genauere Laute zu bilden und nicht total chaotische Sätze zu sprechen, wie ich es normalerweise tue, zum Beispiel. Iggy's Castle, Number One. Lassen wir den Yoshi mal hier. Flüb. Hey, halt! Oh, drücke oben auf den Control-Pad, um zu klettern und lese den Hinweis zweimal, dann ist es besser. Womp. Man kann hier immer super viel Zeit in diesem Level verschwenden, indem man in diesen Netzen rumhängt und Gegner bobbt. So lustig das doch ist. Hey, Fireflower. Komm, ich hab noch keine Impetto. Ja, damit. Mehr Impetto-Zeugs. Üb. Bodebo. Renn, Green Mario, renn. Weep. Weep. Immer schön hinter das Level. Macht zwar keinen Unterschied, aber yay. Irgendwas mit Yoshi und Iggy. Yoshi verträgt sich nicht mit Iggy, deswegen darf er nicht mit ins Schloss. Iggy hat außerdem keine Lust, die ganze Yoshi-Kacke immer wegzumachen. Also ist hier ein Yoshi-Verbotsschild. Tatsächlich gibt es ja in diesem Spiel eine nicht genutzte Intro-Szene bzw. Grafik, in der Mario bzw. Luigi in ein reguläres Level reingehen und da wirklich ein No-Yoshi-Schild steht. Und die dann das grüne Pferd einfach draußen stehen lassen. Aber die wurde im Hauptspiel nie benutzt.
Iggy! Iggy! Stirb, Iggy! Stirb, Iggy! Hey! Ah, come on, Iggy. Langer Iggy-Kampf. Er muss sich nochmal extra drehen. Stirb, Iggy! Iggy ist tot. Wir sind übrigens ziemlich brutal. Alles, was er getan hat, war da zu stehen und wir haben angefangen, ihn anzugreifen. Dann hat er sich in Gegenwehr entschlossen, irgendwie einen Panzer oder sowas auf uns zu werfen. Wir haben ihn einfach in die Lava geschubst. Whoops! Thank you! Kein Problem. Ich gebe die vermissten Terry ab. Mario hat den verrückten Iggy Cooper in Schloss Nummer 1 besiegt und Yoshis Freund gerettet, der immer noch in einem Ei gefangen ist. Zusammen reisen sie nun ins Donutland. Donuts. Nice. Lecker. Aber 1 Million Kalorien. Blubbing. Dann wären wir hier in Donut Plains 1, wo das Spiel so richtig schön kaputt geht, weil erste Feder und so. Let's go. Der explodiert sein Haus. Ja, erst schmeißen wir ihn in Lava und dann machen wir sein Haus kaputt. So läuft das in Mario World. Salz Mario, ne? Das willst du von ihm erwarten. Oh, ich hab das schöne Ding verpasst. Go Mario! Go Mario! Go Mario! Go Mario! Da war der Midpoint. Whoop. Wow. 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 Ja, und deswegen macht der Cape das Spiel so ein bisschen einfacher. Whoop. Wo bin ich? Das Spiel hat sich entschlossen. Nein. Lass mich mal eben hier. Donk. Minimal verfehlt. Ey. Schmeißt du deine blöden Kugeln mal kurz, wenn ich... Dankeschön. Ich muss doch mal einmal drumrum, bitte. Gottverdammt. Can you please not? Ah, ich muss genau auf der grünen Linie hoch. Okay. Oh! Und versaut. Warte, da vorne sind aber Viecher mit Capes. Geben wir einfach ein neues. Frechheit hier, einfach mein Cape abnehmen. Goddammit, na gut, wir haben auch noch Green Mario, der hier durch muss. Worst case scenario. Was? Im Game 2000 war so auf Emulator gehabt. Direkt nach Level 3 krepiert. Huss. Um welches Spiel ging's gerade? So, Donut Plains 2. Ja, nice. Donut! Hallihallo, herzlich willkommen. Feiertag war bis jetzt genauso toll wie meiner. Oh, kann mich absolut nicht beschweren. War ein sehr schöner Tag bis jetzt. Was hast du gemacht, Tondret? Irgendwas Besonderes heute? Bop, 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 bop. So. Achso, World. Okay. Whee! Na gut, mit Green Mario und Yoshi sollte das wahrscheinlich sogar ein bisschen einfacher sein, da oben an den Schlüssel ranzukommen. Weil wir nicht die Cape-Dinger machen müssen. Und Yoshi ist auch so ein bisschen hilfreicher. Bonk! Zoop. Moment. So. Besser. Whoop. Green Mario und Mario spalten ihre Wege auf und gehen auf unterschiedliche Reisen. Welch ein Adventure. Let's go, Mario. Hast du eigentlich noch ein Cape dabei? Ne, ist kein Cape dabei. Let's go, Mario. Schiebelevel sind die besten Freunde jedes Spielers. Goodbye, Panzer. Wollte ich auch gar nicht haben. Wenn die Swoopers direkt in den Boden gehen, dann sind sie mir relativ schnubbe. Brink. Ah, es wird mich töten. Bis man dann wirklich mal in die Wand glitscht. Huch! Drecksack. Drehte sie einfach um. Egal, ich wollte eh den Cape. So, und du verschwindest ins Nichts. Blödes Ding. Mag dich nicht. Den ganzen Tag mit meinem Freund verbracht, zwar online, aber in Zeit zusammen. Was habt ihr gezockt? Bonk! Oder hast du dich den ganzen Tag mit New Pokémon Snap beschäftigt? Ich weiß, dass Kevin das schon durch hat. Bin noch nicht ganz durch. Ich glaube aber relativ weit zu sein. Und war das da nicht die? Nein. War das hier die? Ich weiß gar nicht mehr. It's been a while. Das war die. Okay.
Hey Chuggy Chuck, bye Chuggy Chuck. Boink, boink, boink. Wer benutzt denn so weit hier? Hui! Oh, ein Schlüssel. Tschüss, Panzer. Schön, dieses geklappert zu hören. Von mir? Hört man mein Pad oder was meinst du? Green Mario. It's your go. Sagst du, in dem Remake von Pokémon Diamond Pearl, ich schätze, es war zu erwarten, dass sie jetzt nacheinander Remakes von allen machen, weil irgendwie ist das ja so ein Running Theme, ne? Bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich spielen werden will, aber, boah, ich meine, über kurz oder lang werden sie Remakes wahrscheinlich jetzt von allen Generationen hintereinander rausballern, ne? Ja, Pet. Ah, okay. Ne, ist mein Pet. Tastatur habe ich nicht an, also, nicht für das Spiel. Ye old Gamepad geklacker. Das ist übrigens vollkommen sinnlos, was man hier macht, aber. I mean, show why not, right? Es ist lustig. Es ist eine P-Ballon-Stelle, die nicht total grauenhaft ist. Im Gegensatz zu den meisten P-Ballon-Stellen. Boink. Hey. How dare you? Ich will mein extra Leben. Boink. Alles klar, jetzt kommen wir wieder runter. Danke, Green Mario. Glücklicherweise despawnt Yoshi einfach nie. Ja, ich freue mich ja schon, wenn ich jetzt die nächsten Tage Pokémon Black Randomizer spielen werden darf. Unrats Wunschspiel, aber der ist gerade im eigenen Randomizer spielen. Eigentlich hatte Unrat sich ja zuerst ein Game gewünscht, aber bei dem ist der Zeitplanmäßig ein bisschen schwieriger, deswegen müssen wir mal gucken, wann wir das tatsächlich machen. Komm, geh mal her, ja. Wenn wir sowieso schon so viele Dragon Coins haben, können wir auch gucken, ob wir alle sammeln. Reiz, Reiz. You shall come with me. Thank you. Hey. Spuck den mal aus, bevor zu spät. Donk. Du gehst darüber. Braves Pferd. Böses Pferd. Braves Pferd. Rob. All die schönen Schlüssel. Hier sind die Leben ja tatsächlich noch wichtig. Was in Mario Worlds? Ja, ich meine, ein guter Grund, warum du zu zweit spielen kannst, ist immer der Bibibibing. Ich tausche meine Lebenbildschirme für den Fall, dass irgendeiner von den Spielern zu viel Kacke gebaut hat. Außerdem kann man sie so schön aufspalten. Oh ja, das. Gab es irgendwie einen großen Trick bei? Weiß ich gar nicht mehr. Töte sie alle, roter Panzer! Töte sie alle! Düdeling! Haha! Braver Kicker. Okay. Ich krieg den Jump nicht hin. Die Macht des Switches wird Boop in Bap umwandeln. Außerdem speichern wir mal wieder das Spiel. Ich fand das schon immer lustig in dem Spiel, dass es nur speichern nach Schlössern, Geisterhäusern und hier besonderen Leveln wie Switches. Manchmal ein bisschen irritierend, wenn man zwischendurch ausmachen will und dann extra in irgendein altes Geisterhaus zurückrennt und das mal eben schnell spielt, nur damit das Spiel speichert. Außerdem, Geisterhaus. Buhkreise. Hey, lass mich. Hey, lass mich durch. Ich habe ein Springboard. Wer braucht schon Springboard? Gut. Springboard effektiv eingesetzt. Halt! Ah, das war doof. Jetzt habe ich die Feder damit gelöscht. Egal. Nicht das, was wir brauchen, aber. Bläh. Hüpf. Hüpf. Es gibt 5 Eingänge in die Sternenwelt. Secrets. Secrets. Na dann. Secrets. Time to Secrets! Der gefährlichste Boss der Welt! It's the Sitting Duck Boss. Ein großer böser Geisterboo, der nichts tut und keinen Schaden macht. Aber er hat 2 kleine Boos, die können Schaden machen.
Wie man sieht, der Typ macht noch nicht mal Schaden, wenn er sichtbar ist und man in ihn reinspringt. Das ist der gefährlichste Midboss, der jemals entwickelt wurde. Entweder man killt sie, indem man aus Versehen alle Blöcke unter sich hochnimmt, oder man killt sie, indem man wirklich in die zwei kleinen Blues da reinläuft. Ansonsten hat man hier nicht viele Todesmöglichkeiten in einem Level. Bei mir fehlen noch 59k, überleg schon. Lass den Blut 2 leben. Oh, jeez. Ach, jeez. So, dann haben wir auch schon unseren ersten Eingang in die Sternenwelt. Aber ich würde sagen, die Sternenwelt halten wir trotzdem noch so ein bisschen in der Hinterhand. Jojo, Bruder. Jo, was geht's? Soweit ist alles gut bei mir, du. Wie läuft's bei dir? Wir zocken heute auf Wunsch von unserer lieben Viewerin Harley Quinn dieses schöne Spiel hier durch, das ich schon eine ganze Weile nicht mehr... Ach, du Blöder. Das ich schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt habe, aber... zugegebenermaßen natürlich früher zu Tode gezockt habe. Ja, mit dem Shell. Ich glaube, der Boden ist die Hauptgefahr. Ja, auf jeden Fall. Wenn du dich halt zu oft verdrückst, gerade wenn du dein Spiel noch nicht zu sehr gewöhnt bist, hebst halt mehr Blöcke auf, als sein muss. Dann ist das natürlich die eigentliche Selbstmordgefahr. Ja, wie gesagt, der Big Boo selbst ist halt schon ein bisschen... Nicht alle Helden tragen Capes, aber in diesem Spiel sollten die Helden Capes tragen, sonst sind die Helden nicht so effektiv, wie sie sein könnten. How did that hit me? Na, ist doch egal. Ist nicht so, als bräuchten wir den Cape jetzt noch. Wir haben hier einen Sonderausgang hier schon gemacht. Für den braucht man den Cape jetzt auch nicht unbedingt, aber ist nützlich. Nichtsdestotrotz können wir uns einen Cape wiederholen, weil wir haben jetzt die grünen Blöcke. So viele Swoopers. Das hier ist übrigens eins von den Leveln, was man, wenn man es einmal weiß, nie komplett sieht, weil wenn man in diesen Eingang hier reingeht, kann man nicht nur zum Sonderausgang, sondern auch zum richtigen Ausgang einfach durchgehen. Und so schwierig ist halt eigentlich nicht, diese Röhre zu finden. Bonk! Der braucht schon blaue Panzer. Sind zwar hilfreich für unser grünes Pferd, aber ich habe das grüne Pferd einfach umgekehrt und nicht dabei. So, das ist gut, nur eine Entzündung im Arm. Ugh. Am Arm oder im Arm? Im Arm klingt scheiße. Ich hab's gemacht. Angefangen, Tech Force 2 zu zocken. Ein Deck aus allen 4 Charmern gemacht. Nice, Tiamat. Gute Arbeit. In Tech Force 2 gibt's da nicht sogar schon alle 6 Charmer? Gibt's da nicht Dark und, hier Luna auch schon? Müsste eigentlich, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wann man die bekommt. Ob man die da bekommt. Tiamat baut wieder seine Bastion Decks, ja genau. Muss auch mal zwischendurch sein. Just for the lulz. Ach, durch Impfung. Okay. Naja. Was hast du gekriegt? Zack. Bei dem Level hier muss ich sagen, vergesse ich immer, wo eigentlich der echte Ausgang ist. Machen wir mal hier die blaue Tür. Ich glaube, dass das der Plan ist. Ja, das ist der Plan. 22 Punkte! Beep. Haben noch viel gezogen aus Blast Pack. Ja, okay. Wird wohl kein Zufall gewesen sein. Vielleicht sind die zwei anderen auch irgendwo später erst versteckt. Kann natürlich gut sein. You Donut Ghost House, das beste Ghost House. Das Ghost House, das man, wenn man es einmal weiß, wohl am häufigsten spielt, einfach nur, weil es hier die einfachste Speicherfunktion im gesamten Spiel gibt. Aus dem Weg! Fliegender Mario! Boink! Wenn man das hier oben einmal gefunden hat, dann ist das hier eine sehr, sehr schöne Stelle. A, um Leben umsonst zu kriegen. Und B, um das Spiel mal eben schnell zu speichern, wenn man will. Geisterdonuts. Ja, das klingt nach Folter. Da erwartet man Donuts und... Nope! Ein Geisterdonut. Ach, 99 Punkte. Come on. Na gut, ein Punkt noch, dann kriegen wir endlich unser Bonus-Game. Die total wichtig und ertragreich sind im Regelfall. Aber egal. So, Seinwelt. Luigi Start. Dieses Level hier ist tatsächlich kacke. Kann man nicht anders sagen, dieses Level ist kacke. Brr. Hey, eine Münzspur. Wer schon immer mehr Münzen haben wollte, hier ist die Münzspur. Für mehr Münzen. Und mehr Münzen. Und mehr Münzen. Und mehr Münzen. Und mehr Münzen. So.
Jetzt haben wir genug Münzen gesammelt. Jetzt können wir irgendwo aus Versehen in den Abgrund fallen gehen. Yoshi. Yoshi, please. Yoshi, please. Wupp. I'd like to have this Stern, please. Thank you for the Stern. Thanks. Bisschen Abgrund! Ich war mir nicht mehr sicher. Naja, Greenhorse hat gute Dienste geleistet und das gleiche getan, was Greenhorse immer tut. Es ist für uns gestorben, damit wir nicht in den Abgrund fallen. Ja. Die Spine ist dahingestellt. Ihr seid aber doof gelandet. 26 Punkte. So, jetzt kriegen wir aber hier unser Bonus-Game. Da wird eine Win durch eine Außer ersetzt. Was? Kannst du keine... Naja, gut, Außer ist auch gut. Aber Win ist besser. Win ist die Beste. So, was kriegen wir hier? Yeah, versaut, 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 verkackt, nix, null Punkte, doch eins, yeah! Ja, je mehr wir in eine Reihe kriegen, desto mehr Punkte kriegen wir. Eigentlich wollte ich mich für einen Stern platzieren, aber ich hab's direkt beim ersten versaut gehabt und dann war's eh egal. Ist Heater drin? Heater ist schon lange wieder drin als nutzbar oder was? Achso, ging nicht ums E-Mode, es ging um das Deck, I see. So, back to the Ghost House, wir müssen es immer noch normal spielen, wie sich das gehört. Was sagt eigentlich dieses Schild? Kann doch nicht sein, dass wir das nicht lesen. Was? Geisterhaus? Verlauf dich nicht. Oh, ist ja auch mega kompliziert, gerade die ersten Ghost Houses. Whee! Wupp. Wen stört schon in der Buhdecke zu fliegen? Außerdem habe ich gehört, wir haben Kate mitgebracht. Whee! Das wollte ich schon immer mal geprüft haben. Ich glaube, ich habe das nie getan. Ist hier oben in der Version... Ne. In der Version des Ghost House ist da oben auch gar nichts, selbst wenn man hochfliegt. Voll doof. Na dann, machen wir uns halt eine andere Version des Geisterhauses auf. Das war spannend und nicht intended. So. 22 Punkte, Bonus-Level! Was für LP-Projekte stehen in der nächsten Zeit an? Ich habe tatsächlich jetzt momentan nichts direkt als nächstes geplant. Ich dachte, wir spielen halt noch Black Randomizer Pokémon auf Wunsch von Mr. Unrat. Ansonsten wird es jetzt, wenn wir Jump Force durchhaben, was momentan ja läuft, wahrscheinlich wieder eins von den größeren Yu-Gi-Oh! Spielen anstehen. Ich überlege, Tag Force 2 zu spielen. Weil sich's halt irgendwie anbieten würde. Also das könnte so mit als nächstes kommen. Ansonsten spiele ich momentan mal wieder ein alles Adventure Game, das dann demnächst hochgeladen wird. Das wird allerdings dann noch ein bisschen dauern, bis es auf YouTube kommt. Das ist auch kein Stream, sondern es wird ein richtiges LP. WC 2010? Nee, wir haben ja gerade erst 2009 durchgespielt. Die Leute hatten ja schon absolut keinen Bock mehr auf 2009, als das zu Ende lief. Also werden wir uns daran erstmal eine längere Pause gönnen, das nächste World Championship anzufangen. Ui, und ich möchte auch gerne für das nächste Spiel erstmal wieder aus der 5Ds-Generation raus, weil, ja, ist halt 5Ds-Generation. Ich spiele eigentlich lieber die älteren Versionen, die ich halt früher so ein bisschen mehr gewohnt war. Ich habe mir tatsächlich überlegt, mal so ein bisschen was zu diesem neuen Digimon-Kartenspiel zu machen, aber ich bin einfach zu schlecht drin. Ein Freund von mir spielt das momentan sehr aktiv und hat mir letztens die Regeln dazu beigebracht. Man kann es auf dem Tabletop-Simulator so ein bisschen spielen, aber ja. Ich habe mich wieder daran erinnert, warum Tutorials einen immer gewinnen lassen. Ich habe gegen ihn das zum Kennenlernen ein paar Mal gespielt und wurde mehrfach in den Boden gerannt, habe noch nie ein Duell in diesem Spiel gewonnen. Die Idee, dass ich das vielleicht mal streame, wieder so ein bisschen im Sande verlaufen. Übrigens voll geil, wir haben ein Leben daraus gekriegt, aber wegen Unterwasserphysik haben wir nicht gekriegt. Yeah, nice, thanks game, gute Arbeit.